Kann ich die da nicht reinsetzen? Doch. Aber die muss ich anders bauen. Warte mal. Die fressen immer ein Dreierfeld, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist jetzt doof. Weil wenn ich den da hinsetze, 1, 2, 3, dann könnte ich hier sagen, 1, 2, 3. Das heißt, ich würde noch einen hinbekommen. Meine Idee ist nämlich jetzt folgende. Die drei wegreißen, um ein Feld darüber setzen und hier nochmal einen fürs Kupfer hinzusetzen. Also für die Kupferkabel, weil ich glaube nicht, dass die mit den Kupferkabeln irgendwie... Ja, wobei, jetzt sind sie wieder ganz gut am Werken. Ich probiere es einfach mal. Das passt sowieso zusammen. Da kommt kein Eisen an. Ja, werde ich mir auch gleich angucken. So. Okay, warum haben wir hier schon wieder kein Eisen? Was ist da los? Das ist seltsam, da ist ab und zu so ein kleiner Stockerer drin, wo dann hier wieder ein fetter Schub Eisen kommt, aber ansonsten... Oh, weißt du, was wir vielleicht mal machen könnten? Wir haben ja, Alter, wir haben so viele davon. Das war knapp. Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir den hier aufteilen. Also. Oh, ich brauche. Will ich mal kurz Kupfer? Kupfer. Danke. Schnell, bevor die Produktion da oben zum Erliegen kommt. Ein bisschen was haben wir noch an Vorrat? Zahnräder schon wieder. Was mache ich mit 17 Zahnrädern? Ich buck die Zahnräder aus. Hallo? Achso. Ich drücke da immer einen falschen Knopf. Ich drücke andauernd STRG, um Items ablegen zu wollen. Ich weiß nicht warum. Kugelfeuerrate 3 ist... Da hat man Ölverarbeitung, Militärtechnologie 2... Schrotpatronen, nein, ich werde nicht mit Schrotflinten arbeiten. Ihr wisst es ja, ich mag keine Schrotflinten. Mir gefallen die Waffen einfach nicht. Ja, schau mal, was da jetzt an Eisen kommt. Sehr schön. So, nur das Erz mag noch nicht so richtig. Das Erz ist da noch so, was ist jetzt schon wieder? Da werden wir angegriffen. Haben die Munition? Naja, die haben noch Munition. Okay. Was ist bei euch? Produziert ihr mal einen Ticken schneller jetzt oder? Naja, nicht so wirklich. So. Also, wie schaut's aus? Die hier oben haben gar keine Probleme mehr, ne? Die greifen jetzt eher da unten an. Ich frag mich, von wo das die kommen. Was haben wir denn da? Einen Live-Feed? Aber es gibt eh nichts zu sehen. Okay. Ja, ich würde fast sagen, wir schauen mal, dass wir jetzt an ein Auto rankommen. Beziehungsweise, warte, wir haben die blauen Kräne. Da hole ich mir nochmal schnell welche von oben. Wieso habe ich mir jetzt gerade selber einen gebastelt? Ich hätte ja genauso gut... Ach. Ja, schau mal, was wir hier da haben. Das ist ja ein Traum. Da oben müssten inzwischen die Steine sich anstauen. Ja, gucke mal. Die würde ich auch ganz gern mitnehmen. Lalalalalala. Und hier stauen sich die Ziegelsteine. Die nehme ich auch ganz kurz mit. Was ist mit dir? Füll mal auf. So. Deckt der den Bereich ab? Ja, deckt er ab. Das Radar ist fast fertig mit seinem Gebiet, wie es aussieht. Da müssen wir die Radarstation versetzen.
Okay. Okay. So, was hätten wir denn noch, was wir machen können? Hier Ölverarbeitung könnten wir machen. Und dann brauchen wir irgendwann Forschungspaket 3. Durch was kriege ich Forschungspaket 3? Das hier ist nicht Wissenschaftspaket 3, das ist das Militärpaket, das werden wir nicht brauchen. Wie kriege ich das hier? Hä? Durch dich nicht? Durch dich auch nicht? Oder kann ich das schon bauen? Nee, kann ich nicht bauen. Hä? Bin ich gerade blind? Ich bin blind, oder? Ich sehe es gerade einfach nicht. Der bringt es mir nicht, der nicht, der nicht. Er bringt es mir auch nicht, du 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 auch nicht. Hä? Durch was schalte ich bitte Wissenschaftspaket 3 frei? Klippensprengstoff, was? Okay. Elektromotor? Nee, der ist es nicht. Kann ich das nicht irgendwie filtern danach? Nee, ne? Robotertechnik, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, das nächste, was wir brauchen, ist Ölverarbeitung. Das schaltet eine ganze Menge Zeug frei, wo wir nur 2 Forschungspakete für brauchen. Okay, dann ist das definitiv die richtige Richtung. Alles klar. So, das Fleckchen da oben hebe ich mir für die kleine Fertigung auf. Die frisst es locker weg, denke ich. Und die anderen ganzen Gerätschaften versuchen wir jetzt mal hier irgendwie sinnvoll zu verteilen. Ich hoffe, dass das klappt. So. Okay, der ist da am Fuhrwerken. Da können wir das hier machen. Da setze ich jetzt einen kleinen rein. Ja, so bin ich jetzt mal. Aber der wird jetzt aufgesplittet. Ja, wobei doch, das passt eigentlich. So, die heizen hier alles schön brav weg. Okay. Setze ich den dann da so hin? Ja, doch. Okay. Also jetzt müsste das mit dem Eisen jetzt mal langsam funktionieren da oben. So langsam, aber sicher. Ja, die zwei sind noch nicht wirklich am Feuern, so hin und wieder, also so ganz. Und es haut jetzt auch nur hin, weil ja hier alles sich staut. Also wenn ich jetzt hier noch Öfen platziere, dann haben wir wirklich ein Problem, glaube ich. Wir können nicht zufällig die Erzverarbeitung pushen gerade? Nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Da müssen wir echt erst die Ölverarbeitung machen. Dann könnten wir das hier, fortgeschrittene Elektrotechnik, und das bringt uns dann die Bergbauproduktivität. Oh mein Gott. Alles klar. So. Ja, aber Eisenoutput hier oben ist ganz gut. Okay. Können wir jetzt hier die Zahnräder irgendwie... Ich wollte gerade schon fragen, warum geht hier nirgendwo das Licht an? Es wird Nacht, ja. Hau mal her den Scheiß. Der kommt aber trotzdem nicht wirklich mit hier oben. Warum nicht?
Oh, was ist denn da los? Das Kupfer ruckelt. Warum ruckelt das Kupfer? Au, der ist fast fertig. Der hat seinen Bereich fast abgegrast. Okay. Das heißt, Kupferproduktion müssen wir irgendwie steigern. Da können wir dabei mal die normalen Schmelzöfen hierher nehmen, denke ich. Warte mal. Da brauche ich die Dinger. Da bräuchte ich normale Greifarme. Ich hole mir nochmal ein paar Greifarme, bevor wir die jetzt selber bauen, weißt du das? Ich meine, dafür haben wir es ja. Also sollte ich vielleicht doch ein paar davon in der Tasche behalten für die Roten. Oder wir automatisieren die Roten. Das wäre natürlich auch noch so eine Idee. So, warte, wie wollte ich das machen? Ich wollte einen hier hinsetzen, hier hinsetzen, hier hinsetzen, hier hinsetzen. Dann brauchen wir blau und da, blau und da, blau und da. Dann brauchen wir einen Ofen. So. Ölverarbeitung ist fertig, sehr nett. Dann können wir jetzt hier Kunststoffe machen. Schwefelverarbeitung, Kunststoffe führt zu fortgeschrittener Elektrotechnik. Alles klar. Ach mein Gott, ich bin so doof, was mache ich denn dauernd? Ich soll vielleicht mal ein bisschen bei der Sache bleiben, wa? So, und die brauchen wieder Strom. Momenten. Okay, das heißt, wir leiten die Jungs jetzt da oben durch. Da so. Nee, ist auch wieder blöd, weil der dann da blockiert wird. Okay, warte mal. Dann machen wir das eher so. Dann kriegt der die nämlich auf zwei Seiten. Dann kann ich den wegreißen. Jawohl. Okay, nichtsdestotrotz brauchen wir hier unten weitere Erzförderer. Weil jetzt haben wir einen ziemlich stärkeren Verbrauch. Ja, genau, und der ist fertig. Na, Glückwunsch. So, okay. Kann ich das hier so machen und dann so machen? Das dürfte gehen. Oder sollen wir hier gleich auf die schnellen Fließbänder wechseln? Ich glaube, das können wir gleich machen. Wieso ist die Musik eigentlich gerade so bedrohlich? Das ist leicht beunruhigend. Was mache ich denn da? Och, Majo. Jetzt kriegen wir da das ganze Erz, du. Oh mein Gott. Jetzt landet da oben überall das Erz. Ich bin wirklich ein Held. Also manchmal, weißt du, jetzt wird es Zeit für eine Aufnahmepause. Ich wollte eigentlich eh schon von einer halben Ewigkeit eine Pause machen. Bin bei 3,5 Stunden. Ha, schön. Da wollte ich es hinhaben. So, den Abschnitt, ich weiß nicht, ob ich den wirklich noch brauche. Doof einfach. Da habe ich schon wieder Eisen in der Tasche. Wo kommt dieses Eisen dauernd her? Das gibt's ja nicht. Okay. Hier oben hätten wir noch jede Menge Kupfer. Kriegt. Wir werden angegriffen. Da drüben. Ja, nee, passt. Wir brauchen noch mehr Kupfer, wir selber.
Okay, da kam mir gerade noch mal ein bisschen Kohlensäure hoch, gerade. Entschuldigung. Ja, dann übertreiben wir es jetzt mal ein bisschen mit der Kupferproduktion, weil, wie du siehst, die stockt schon nach oben. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Nee, nee. Wenn ich den jetzt da setze, dann haben wir was. Da drüben hätten wir natürlich noch Kupfer. Oder haben wir da Kupfer? Ja, Tatsache, da oben ist Kupfer, aber da wäre dann auch Eisen mit dabei. Nicht schon wieder. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Gefällt mir nicht. Nee, gefällt mir nicht. Ah, Gott. Jetzt bin ich natürlich, ich hält auf diesem Ding wieder drauf gestanden. So. Okay. Der da oben braucht noch Strom. Ja, nee, doch, das wird schon ein bisschen knapp hier mit der Kupfererzproduktion. So ist es nicht. Okay, der ist da am Rödeln, der ist da am Rödeln. Habe ich noch irgendwo so ein Ding? Ja, wir haben ja noch drei Stück. Wir könnten eigentlich auch die Eisenproduktion nochmal anbinden, weil die ist auch... Ja, wobei, die heizt ganz gut durch. Die heizt momentan ganz gut durch. Sammelt ihr die weg? Die werden weggesammelt. Dann könnte ich eigentlich hergehen. Okay. Einen da noch hinstellen. Einen da so hinstellen. Okay. So, Stromversorgung. Schwankt schon wieder leicht. Alles klar. Dann sollten wir da oben vielleicht mal wieder schauen, dass wir was verstärken. Die Frage ist nur, wie stelle ich das jetzt wieder an? Eine sehr gute Frage. Weil das hier ist natürlich sehr gut und optimal gebaut. Vielleicht baue ich das hier auch alles um. Aber weißt du was, das mache ich in der nächsten Folge. Da muss ich mir das mal genauer angucken. Ich denke mal, dass ich das hier komplett wegreißen werde. Dann werde ich die Dinger eher so aufstellen, dass ich an jeden Heizkessel direkt zwei Dampfmaschinen dran bauen kann. Ja, gar nicht dieses Prinzip mit Rohren verwenden, wo Dampf durchgejagt wird. Ich glaube, dass da der Weg einfach zu lang ist. Und dann an jeden Dampfkessel einfach zwei von den Dingern. Dann hätten wir 2, 4, 6, 8, 10. Ja, vielleicht nochmal einen 12 Teile. Das wäre dann wesentlich besser als jetzt. Aber da muss ich auch nochmal ein bisschen umbauen. Wie auch immer, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Eine Aufnahmepause. Alter, Junge, lern reden. Ernsthaft. So. Ich habe Kupfer in der Tasche. Warte, das Kupfer schmeiße ich jetzt noch ganz schnell da unten rein. Das schmeiße ich jetzt da noch schnell rein. Zack. Und ich habe gerade gesehen, Kabel habe ich auch noch. Weißt du was? Ganz egal. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Avorion. Avorion sage ich schon, Factorio. Das ist auch so ein Thema. Habe ich schon mal gesagt. Ich komme andauernd durcheinander mit Factorio und Avorion. Ich will für das eine immer das andere sagen. Ich verstehe nicht, warum.
Ich verstehe absolut nicht, warum. So, einmal speichern, dass wir das auch gesehen haben. Und dann jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss.